Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei aller Notwendigkeit für die innenpolitischen Weichenstellungen hin zu besseren Systemen, schnelleren Verfahren, geringeren Anreizen ist, glaube ich, uns allen klar, dass angesichts der Größe, der Komplexität und auch der Dynamik der Migrationswelle nach Europa diese letztlich nur in einem gesamteuropäischen und auch internationalen Ansatz bewältigbar ist. Und deshalb ist es umso enttäuschender, dass diese Aufgabe nicht von allen europäischen Ländern als solche angenommen wird, als dass sie es ist, nämlich als eine echte Herausforderung und Bewährungsprobe für die Glaubwürdigkeit und Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat zwei wesentliche Gründe. Zum einen ist es so, dass wir natürlich mit den sozialen und ökonomischen Anreizen, die wir in Deutschland setzen, auch eine Sogwirkung aus den Herkunftsländern herausentwickeln. Darauf antworten wir unter anderem nachher mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz. Und zum anderen ist es eben so, dass sich 21 von 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union derzeit als Zaungäste darin gefallen, diese epochale Entwicklung auch tatsächlich als Verantwortung wahrzunehmen. Und es ist nicht akzeptabel, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn täglich 9.000, 10.000 Menschen allein nach Deutschland kommen, wenn Deutschland in einer Woche so viel Asylbewerber aufnimmt wie Frankreich im ganzen Jahr und wenn deutlich mehr als die Hälfte der Menschen, die in die 28 Staaten der Europäischen Union kommen, ihren Asylantrag in Deutschland stellen. Und deshalb erwarten wir, dass von diesem Gipfel in Brüssel auch ein Signal ausgeht, dass alle Länder der Europäischen Union bereit sind, ihren Teil der Verantwortung entlang ihrer Größe und Leistungsfähigkeit auch tatsächlich zu tragen. Die Frau Bundeskanzlerin hat in ihrer Regierungserklärung darauf hingewiesen, dass wir dieser Herausforderung letztlich nur gerecht werden können, wenn es uns gelingt, an den Fluchtursachen in den Herkunftsländern anzuknüpfen und anzusetzen. Und da ist es klar, dass die Herausforderungen natürlich sehr differenziert sind in jedem einzelnen Land, das da betroffen ist. Und darauf braucht es auch individuelle Antworten. Aber richtig ist eben auch, dass man insgesamt dieser Herausforderung nur gerecht wird, wenn man alle Aspekte der Außen-, der Sicherheitspolitik, der Entwicklungspolitik, aber auch der Klima- und Umweltschutzpolitik zusammenfasst und ein gesamthaftes Bild zur Lösung zeichnet. Das alles, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird Zeit kosten. Zeit, die wir nicht haben und Zeit, die insbesondere die Städte und Gemeinden nicht haben, die die operative Herausforderung der Bewältigung dieser Flüchtlingskrise zu meistern haben. Und deswegen brauchen wir schnellere Antworten, um die Flüchtlingsströme einzugrenzen und einzuordnen. Und dazu gehört die Sicherung der Außengrenzen. Darauf ist in der Debatte bereits eingegangen worden, weil es, glaube ich, um mehr geht als nur um das Flüchtlingsthema. Wer nicht in der Lage ist, die Grenzen zu sichern, der legt Hand an die Freizügigkeit in Europa. Und das wollen wir nicht. Und deshalb müssen die Außengrenzen der Europäischen Union wirkungsvoll geschützt werden. Darum geht es, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht darum, dass wir in der Region es schaffen, stärker mit einer Stimme zu sprechen. Das gilt in den Gesprächen mit der Türkei, die notwendig sind, um die Außengrenzsicherung zu erreichen. Es geht aber auch darum, dass europäische Länder bereit und in der Lage sind, diese Sicherung der Außengrenzen zu erreichen. Und jetzt will ich an dieser Stelle schon ganz deutlich sagen, aus meiner Sicht mangelt es manchen Ländern, ich nenne hier Griechenland, nicht nur an den Möglichkeiten, sondern auch am Willen, die Außengrenzen zu schützen. Denn es ist eben auffällig, dass das gelungen ist, bis Ende des Jahres 2014 und mit der Übernahme der Regierung Tsipras eben nicht mehr, dass über die östliche Mittelmeerroute keine wenigen 10.000 mehr nach Europa gekommen sind, sondern allein in diesem Jahr schon mehr als eine halbe Million Menschen. Es ist eben tatsächlich auch so, dass es ideologische Gründe sind, die diese Regierung davon abhalten, Außengrenzen wirkungsvoll zu sichern. Und da glaube ich, ist es keine unzulässige Verknüpfung von Sachverhalten, wenn ich sage, Solidarität bei der Bewältigung der Staatsschuldenkrise in Griechenland geht nicht als Einbahnstraße, sondern da darf man schon auch erwarten, dass man wenigstens die Verpflichtungen, die man eingegangen ist, auch tatsächlich einhält.
Herr Kollege. Herr Präsident, ich komme zum Ende. Hätten Sie schon längst kommen müssen, das ist das Problem. Aber Herr Präsident, ich verspreche es Ihnen. Es ist eben tatsächlich so, dass wir mehr außenpolitische Verantwortung übernehmen müssen. Das wird Geld kosten, das müssen wir auch in der öffentlichen Debatte deutlich machen. Und dann, glaube ich, werden die Menschen auch mehr Verständnis haben, dass wir diesen internationalen Einsatz brauchen, als Teil der Lösung der Probleme hier in Europa. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld, Herr Präsident. Wir kommen zur Abstimmung.